Mahlzeit. Sternzeit 3008.16. Ja, auf dem Weg nach Baltrum. Ich habe seit Meistern Fahrt fast schon hinter mir. Ich komme verdammt gut durch und Wetter ist supi. Verkehr so gut wie keiner. Und ja, mal kurz ein kleines Päuschen gemacht. Es gibt erstmal Mettbrötchen. Und Hennes und ich, ja, wir freuen uns schon auf den Strand, auf Baltrum, auf die Nordsee. Ne? Von daher, alles tutti, gute Laune, Leute, it's all about gute Laune. Bis dann. So, Tickets geholt. Da habe ich meine Tickets geholt fürs Schiff. Und da hinten muss ich hoch. Da geht's zum Hafen. Und nie ist das platte Land, nicht? Und ich kann nur eins sagen. Auf dem Weg hierhin bin ich durch Aurich gefahren. Auf dem Rückweg werde ich ein paar Mal halten. Das ist, muss ich euch zeigen. Das glaubt mir sonst keiner. Das ist so idyllisch. Sowas habe ich noch nicht gesehen. Also eine ganze Ortschaft, die so idyllisch aussieht, das ist der Wahnsinn. So, Hennes und ich, wir fahren jetzt zum Hafen und dann sind wir weiter. Und da ist einer ganz fleißig im Ackerbau. Fallen Anker. Geh ich mal Gepäck holen. So, das ist meine Unterkunft. Und gegenüber, da ist die Kirche. Gaststätte. Aber was mal gar nicht geht, ist das. Aber man kann halt nicht alles haben. So, bin angekommen. In meinem Zimmer. Ich muss sagen, allererst mal, dass ich hier super nette Gastgeber habe hier. Der Empfang, der war total klasse. Ich habe auch dann sofort Frau Neugebauer kennengelernt, die hier mit ihrer Familie ist und drei ihrer Geburtstage nachfeiert. Das ist eine etwas ältere Dame. Das finde ich mal super stark. Also daher wird der Raum unten heute belegt sein. Ich habe sie nach unten am Empfang getroffen und sie entschuldigte sich gleich nochmal schon im Vorhinein dafür. Ich habe mir dann gesagt, dass ich morgen Geburtstag habe und dann fragte sie, welche Zimmernummer und wann sie mir ein Ständchen bringen könnten. Ich habe gesagt, jederzeit, ich bin offen. Bin mal gespannt, ob ich morgen mein Ständchen kriege. Und ja, das Zimmer reicht vollkommen aus. Also es ist ungemütlich hier drin. Ja, alles, was ich brauche, ist da mit Bildchen, Schränkchen, WC, Dusche, Bad, draußen auf dem Gang, aber direkt gegenüber und zwei Schritte und überall im Haus vorhanden, also von daher top. Die Lage ist super, ich habe mir eine Karte besorgt. Jetzt ruhe ich mich erstmal ein bisschen aus. Seht ihr, ich bin total fertig. Und dann werde ich nachher mal gucken, wie da draußen ist. Ein paar Sachen schon gesehen. Bis später. Gerade am Strand und hört mal hin. Ich gehe. Das Knirsche, das ist Wald. Überall Muscheln liegen, die alle von der Flut angeschwemmt worden sind. So, jetzt hier in der Strandkorb-Vermietung. Da hat es sogar noch von 10 bis 15 Uhr auf. So, unser Glück wollen wir versuchen, aber man kann auch hier sitzen, wie ihr seht. So, ich bin jetzt hier in diesem Platz, der sieht so aus. Wunderschön. Einmal rundherum, da kann man sogar im Strandkorb sitzen. Nicht nur am Strand. Einige Fotos gemacht. Da drin das Gebäude da hinten. Und ich habe mir natürlich was zum Fortbilden gekauft. Ja. Man muss ja was zu lesen haben. Ich habe keinen Fernseher auf meinem Zimmer. Gibt zwar einen Gruppenraum, aber ich werde die ganze Zeit vor der Kiste hocken. Ne? So, jetzt war den Tag genießen. Und genau mal der Platz.
finde dieses Fischrestaurant interessant gestaltet mit dem Dach. Und ich kann mir nicht helfen, aber das Gebäude da, das erinnert mich stark irgendwie an Back to the Future. Irgendwie überhaupt so. Das Ganze hier. Gleich fährt der DeLorean vorbei. Tja, ich bleib trotzdem hier. Gerade das leckerste Fischbrötchen, was ich jemals gegessen habe. Und wenn ich schon am Strand keinen Strand habe, kriege ich ja wenigstens hier, Sturmeck, in der Kneipe, wo ich eigentlich Cocktails trinken wollte. Der Cocktailmixer kommt aber erst später. Das heißt, ich habe mir so was anderes gegönnt. Eine große Cola. Und so habe ich eine Cola noch nicht gekriegt. Das ist super geil. Dennis ist schon am Staunen. Kölsch, ja, und die haben Reisdorf Kölsch und das kriege ich jetzt gleich auch. So, für mich die Cola und für den Hennis das Kölsch. Fair wie ich bin. Ich habe auch über Nacht schon die ersten Meldungen gekriegt. Kommen wahrscheinlich noch einige heute. Sandy hat im besten Marilyn Monroe-Manier gesungen. Herzallerliebst. Vielen Dank an alle. Ist jetzt gleich 8. Ich bin früh ins Bett, weil ich platt war. Fahrt, wenig geschlafen, nur 4 Stunden vorher, dann Wetter und alles. Und dann bist du irgendwann einfach noch fertig. Ich gehe jetzt duschen, dann gehe ich frühstücken. Dann melde ich mich später wieder, wenn ich unterwegs bin. Und heute ist der Hennis dabei. Ja, heute ist kleiner Abenteuertag. Guck mal, was wir machen. Wir lassen es uns auch richtig gut gehen. Ich ganz besonders. So, ich bin jetzt wieder am Strand. Da. Da bin ich herrlich. Wundervoll, ne? Hennis ist auch dabei. Der fühlt sich toll. Und es ist schön angenehm frisch, windig, angenehm. Aber in der Sonne merkt man schon, dass es schon ziemlich warm ist. Und wir haben vormittags. Bin jetzt schon wieder so ein bisschen am Schwitzen. Wo es ja keinen Grund für gibt. Und das Tolle war eben beim Frühstück. Habe ich tatsächlich mein Ständchen gekriegt. Erstmal hat mir die Gastgeberin gratuliert zum Geburtstag. Und dann kam die Frau Neubauer kam dann rein und hat dann irgendwie was organisiert, kurz sich abgesprochen. Und dann haben die mir ein Ständchen gebracht und dann anschließend das nochmal im Kanon. Also, liebe Freunde, ich habe denen schon gesagt, ihr müsst euch in den nächsten Jahren da mächtig ins Zeug legen, um das zu überbieten. Ja, das ist nicht einfach. Aber ich fand es richtig süß, echt toll. Hat mich so gefreut und jetzt wird mal die Gegend hier ausgekundschaftet. Jetzt ist hier auf der Promenade, sieht so aus. Ja. Da ist der Hundestrand wieder, ne? Und werden wir noch ein paar Fotos machen und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Bis dann.
geschafft. Ich habe meinen Strandkorb, da ist er. 31 habe ich bekommen und ich bin jetzt am Meer mit Hennes und ich will den ganzen Tag hier bleiben. Ist jetzt so windig, ich hoffe, dass man mich verstehen kann. Das ist mir. So, ich gehe jetzt relaxen. Restaurant zum Seehund. Das sieht so aus. Ja, sehr verwachsen und da gehe ich jetzt rein und gehe mir ein Bierchen trinken. Der Seehund hat zu, hat euren Ruhetag, gehe ich da morgen hin. Hennes und ich, wir sind gegenüber vom Hafen, da drüben. Und wir gönnen uns jetzt hier im Gasthaus Wittös ein Baltrumer selbstgebräutes. So, da ist ein Strandcafé, das hat mir die gute Elke empfohlen. Und da werde ich mal kurz rein. Das ist cool, ich werde jetzt reingehen. Strandkorb habe ich auch gesichert. Allerdings, was mir so ein bisschen zu schaffen macht, ist mein Finger hier. Sieht das, ist ein bisschen geschwollen. Doch, irgendwie was. Gestern so gejuckt. Das juckt eigentlich immer noch so ein bisschen, aber es drückt auch. Ich werde mir gleich mal ein bisschen Eis geben lassen zum Kühlen. Wenn es schlimmer wird, Apotheke oder halt Arzt. Aber hoffen wir es mal nicht. So, jetzt gehen wir einen Cappuccino trinken. Beim rosa Elefanten. So, ich habe mir jetzt einen Cappuccino geholt. Schön großes Stück Käsekuchen, fast schon dabei. Kostet eigentlich 2 Euro. Aus irgendwelchen Gründen kostet es 3. Ich habe jetzt irgendwie nur ein bisschen Kleingeld dabei gehabt, nur 2,50 dabei gehabt, aber das war okay. Ja, bringst du das nächste Mal vorbei. Und ich habe mir jetzt hier Eis. Ich wollte eigentlich nur einen Eiswürfel, das habe ich eine ganze Tüte gekriegt. Ich werde den Finger mal so ein bisschen kühlen. Ich hoffe, dass das bringt. Das tut auf jeden Fall gut. Ja, und ich hoffe, dass da jetzt nichts dazwischen kommt heute, dass ich meine Schifffahrt machen kann. Wobei das Wetter, guckt euch immer den Himmel an, grau in grau. Küstennebel habe ich auch schon gesehen, von daher. Mal schauen, ob das was wird heute. Flugzeug. Also der Flugplatz. Mal gucken, ob der startet. Der ist gerade bis dahin gedreht, in diese Position. Aber er macht nur Krach. Ja, komm, Alter, flieg schon. Ich will was sehen. Ich brauche eine Aufnahme. Live beim Start eines Flugzeuges vom Flugplatz aus. Da geht die Maschine, da fliegt die Maschine. Up, up and away!
Flughafen aus. Also, der Flughafen ist gut, ein kleiner Flugplatz. Da werden Rundflüge um die Insel herum, das Gebiet halt angeboten. Ja, das Schöne ist, wenn man da in der Nähe von so einem Restaurant ist, gegenüber vom Hafen im Vithus, dann sieht man auch, wenn die landen, dann kommen die sowas von, also ziemlich nah an einem vorbeigeflogen und gehen dann runter. Und Spektakulum pur. Da fliegt er. So, ich hoffe, dass gleich mal die Sonne durchbricht. Und sagt der Regen, wenn nicht der Regen, aber der graue Himmel, der gibt mir den Sack. Wenn der Himmel noch so hell aussieht, es wird Nacht auf Baltrum. Da, so sieht's aus. Ja. Ich habe jetzt genug getrunken, gefeiert beim Hennes. So langsam kommen die kleinen Mücken und wollen mich auffressen und da sehe ich gar nicht ein. Deswegen geht's jetzt da weiter Richtung Pension, ne? Quasi. Ich mache auf heute schon mal Schluss. Und melde mich morgen wieder in alter Frische. Noch mal aufstehen. Tschüss. Einen wunderschönen guten Morgen. Schon geduscht, gefrühstückt. Gestern ist alles ein bisschen anders gelaufen, als ich das eigentlich geplant hatte. Ich habe unterwegs irgendwann mit einem älteren Ehepaar noch da gegenüber vom Sturmeck gesessen und erzählt. Das war ganz nett, war super. Dann habe ich gesagt, so, muss mal weiter, du wolltest ja noch mit dem Schiff. Wollte Geld abheben und wollte nur noch 10 Euro abheben. Ja, da habe ich mich irgendwie verkalkuliert. Habe dann aber zu Hause angerufen und bin dann schnell versorgt worden. Allerdings nicht so bald, dass ich dann noch das mit dem Schiff machen konnte. Es ist ins Wasser gefallen, buchstäblich. Was aber dann wiederum nicht so gut war, der Finger. Also ich habe immer noch Finistil geholt in der Apotheke, hat ein bisschen was gebracht, aber gekühlt habe ich ihn und das war effektiver. Und ja, so sieht das Ganze aus. Hier. Warte, ja, ne? Also geschwollen und glicklich, das hat sich irgendwie was mit Bakterien wahrscheinlich vermischt, aber es tut nicht mehr weh, es ist nicht mehr ganz so geschwollen, es geht zurück, ansonsten wäre ich heute mal zum Arzt gegangen. Ja, so viel dazu. Plan heute. Hennes und ich werden jetzt die Dünen so ein bisschen erkundschaften. Ich habe da so einen schönen Weg gesehen, dann mal gucken, wo der hinführt und dann geht es heute auf jeden Fall ins Café Kluntis, da wollten wir hin. Und ansonsten den Rest plane ich spontan. Und dann sehen wir uns nachher wieder. Bis dann. Da ist man gerade mal aus dem Haus. Da fängt es an zu pieseln. Ich
dachte, ich fühle und sehe nicht richtig. Naja, ich habe mich hier mal irgendwo immer einen Weg gegangen, wo ich noch nicht war. Und jetzt habe ich mich hier in so einem Strandkorb, der hier, die liegen ja fast überall, Schutz gesucht. Und aber wir haben auch eine schöne Sicht so aufs platte Land, nicht? Und so rüber wieder aufs Festland. Ich kann da mal zeigen. Boah, so kickt das out. Ne? Pferdchen. Und warum es hat aufgehört, ich kann vielleicht weitergehen. Ich werde mir auf jeden Fall den Spaß dadurch nicht vermiesen lassen. Ne? Immer gute Laune, Alter, ne? Gute Laune. So, schon lange wieder zurück. Aufnahmen konnte ich nicht machen, weil es so stürmisch war draußen. Das hätte man nicht gehört. War das Kaffee Klontje, das war echt super. Und vor allem auch der Weg dorthin, die ganze Umgebung. Ich habe eine Menge Fotos gemacht. Und auch so mal ein bisschen was gefilmt. Ich gehe jetzt, weil ich jetzt Hunger habe. Es ist mittlerweile spät Nachmittag, Abend. Da, wo es letztens nicht geklappt hat, in den Seehund. Und da gehe ich jetzt futtern. Ja, ich konnte gestern keine Aufnahmen mehr machen, weil es war sehr windig und da hätte man vom Ton ja nichts gehört. Ja, das war einfach nicht machbar. Ich war im Hafen nach unten, nachdem ich im Seehund gegessen habe. Das war sehr gutes Essen. Die Leute waren super nett. Natürlich, wir alle hier. Und Hafen war sehr ruhig, weil ja, kaum einer war, kein Verkehr mehr gewesen ist. Und da ist so ein Stück, wo man so eine Dünenlandschaft hochgehen kann. Super schön, hab da auch Bilder von gemacht. Leider halt mit grauem Himmel und keine Sonne. Vielleicht kann ich das heute nochmal nachholen. Letzter Tag, morgen geht's nach Hause. Meinen Strandkorb werde ich heute abgeben müssen. Und das werde ich nachher tun, mein Leergut mal wegbringen. Und heute Abend werde ich dann schon mal so ein paar Sachen zusammenpacken. Und dann geht's morgen ab. Ja, heute wollte ich mal gucken, ob ich diese Brauerei finde. Da wollte ich unbedingt noch hin. Dann werde ich vielleicht nochmal zum Hafen runter, wie gesagt. Und ansonsten mal sehen. Spontex, ne? Ja, mal schauen. Vielleicht, die Sonne bricht gerade ein bisschen durch. Ich habe eben schon unten gehört in Diskussionen. Es soll vielleicht wie vorgestern werden. Das wäre ja wünschenswert. Ich hoffe, ich habe ein bisschen mehr Glück. Dann kann man auch viel schönere Fotos machen. Und ja, ich schaue jetzt einfach mal und starte mal den Tag später. Ich sehe gerade ein Unding von einem Hasen. Richtig groß hier. Was ist das für eine Katze? Da habe ich Ohren gesehen. Wahnsinn. Der ist richtig hier auf allen Vieren. Mal noch ein Pieper auf dem Boden. Das ist Rosa. Ja, da hinterm Busch. Das versteckt er so. Krass. Und hier sind die Dünen. Warte, ich zieh mal auf. So, da will ich mich jetzt hinlegen. Oh, da bin ich wieder. Ich sitze beim Strandkorb und die Sonne ist auch noch mal rausgekommen. Das ist sehr gut. Himmel bricht ab und zu mal auf. Es ist was bläulicher.
Es ist aber nicht kalt und man kann es ertragen. Es ist okay, es ist eigentlich okay, das Wetter. Ich kann es mal zeigen, auch hier wieder die schäumende See. Ja, und so sieht der Himmel aus. Also, es soll angeblich werden wie vorgestern, das wäre wünschenswert. Allerdings erst im Laufe des Tages, sorry, nichts gegen. Im Moment ist es schön leer hier, ich habe hier meine Ruhe. Das genieße ich. Ich muss 15 Uhr sowieso den Schlüssel abgeben von dem Strandkorb. Hier hat man noch den neuesten Kicker zum Lesen geholt. Tennis und Kaltgetränk sind auch da. Gewehr bei Fuß, stehen, wo sie sein sollen. Wir machen jetzt mal einen schönen Vormittag und dann gucken wir mal, wie es weitergeht heute. Also, wie gesagt, wenn das Wetter so bleibt, dann werde ich auch nochmal an den Hafen gehen. Bis dann. Ich bin im Inselcafé, weil alles andere irgendwie gerade zu hat. Erst um 17 Uhr wieder aufmacht, was Essenstechnik angeht. Mir jetzt ein Getränk geholt. Ich kriege jetzt noch zwei Bällchen Eis. Und das muss erstmal reichen. Ja, alles ist um 17 Uhr. Oder in dem einen Laden, wo ich noch ein Souvenir holen wollte, auch um 17 Uhr erst wieder auf. Naja, gut. Können wir ja noch ein bisschen rumlungern. Und die Bedienung ist ja nicht das Spider-Man-Fan. So, ich bin so mal auf der Strandpromenade. Man kann jetzt hören, weil gar kein Wind ist im Moment. Hier ist eigentlich gar nichts. Hier sind noch keine Wellen, weil das Meer zurückgegangen ist. Leider habe ich es nicht geschafft, einen Sonnenuntergang aufzunehmen. Aber ich habe mir zu trinken mitgenommen, mich hier vom Strand und vom Meer zu verabschieden. Ja, und so sieht das jetzt aus. Ja, vielleicht so eine andere Aufnahme. Ja, ich will trotzdem noch eine Weile hier sitzen bleiben. Erstmal, ich bin jetzt angekommen. Und irgendwann gehe ich dann zurück und lege mich hin. Und dann ist morgen leider Heimreise angesagt. Fähre geht um 10:30 Uhr. Und ja, dann melde ich mich dann wieder. Sag schon mal gute Nacht. Bis morgen. Geht's nach Hause? Das ist der Fahrer in Anker, noch mal zu gucken. Mein Gepäck ist auf dem Weg zum Hafen. Und ich bin schon etwas traurig, muss ich sagen. Ich habe sogar noch ein Abschiedsständchen gekriegt. Unglaublich, so nette Leute. Ich von allen verabschiedet und eine Gruppe fährt heute, oder eine Familie fährt auch noch mit. Die sind nachher auf der Fähre mit dabei. Der Rest bleibt noch ein bisschen. Ich würde auch gerne bleiben. Ich muss ja wieder nach Hause. Gut, ich werde mich später wieder. So, hier habe ich mir mal so einen Wetterschutzkasten begeben und Gepäck ist untergebracht. Ja, von allen verabschiedet. Ich will immer noch nicht. Ich habe jetzt noch sehr viel Zeit und warte hier einfach, bis losgeht. Und wenn ich auf der Fähre bin, dann. Nee, ich melde mich wieder, wenn ich auf dem Festland bin. Im Auto. Hennes ist im Rucksack, der ist gut untergebracht und. Der wollte nicht. Der hat damit ein Problem. Mit Abschieben. Und deswegen, den packe ich wieder aus, wenn ich im Auto bin. Später. Ich bin schon an Bord. Ich habe gleich mal einen Platz hier am Fenster gesichert. Und da ist Kaffee. Bordrestaurant. Kiosk quasi. Und da würde ich mir gleich noch was holen. Nur eine Stunde legen wir ab. So, jetzt ist soweit. Jetzt bin ich wieder im Auto. Jetzt geht es wieder nach Hause. Hennes habe ich auch befreit. Und er ist ganz traurig. Ne? Oh ja, guck mal her. War doch schön. Ne? Fahren wir nächstes Jahr wieder hin. So, ja, jetzt geht es wieder an seinen Platz. Jetzt geht es zurück nach Köln, beziehungsweise in Aurich machen wir nochmal einen Stopp, weil da sah es so schön aus und da halten wir nochmal kurz. Ich muss mich nur nochmal futtern. So, mittlerweile bin ich wieder zu Hause angelangt und eigentlich ganz gut durchgekommen, nur dazwischendurch mal riesige Unwetter waren, da musste ich ja nochmal stoppen, haben viele gestoppt, war ganz schön voll an der Raststelle. Mir fehlt bald rum. Ich fühle mich irgendwie ganz komisch. Ich würde am liebsten ins Auto steigen und wieder zurückfahren, aber gut, geht ja nicht. War auf jeden Fall eine wundervolle Zeit und ja, jetzt wird mich bald der Alltag wieder einholen. Ne? Ja, vielen Dank an die Familie Ulrichs, die mich da so toll aufgenommen hat und immer da gewesen ist, wenn man was brauchte, wenn man eine Frage hatte oder eine Info brauchte. Ja, und vielen Dank an die Insulaner und natürlich die ganze Insel. War einfach wunderschön. Wunderschöner Urlaub. Nächstes Jahr wieder. Ich komme auf jeden Fall wieder. Macht's gut, danke Baltrum. Bis dann. Ciao.
got nothing to lose. Ain't gonna give you no sad, sad blues. If it's fun, fun, fun you were looking for, there's only one man for you to hit the score. Girls, girls screaming for our sound. There must be nothing better that they have found. 'Cause when we hit the stage real hard, chicks are singing with us right from the start. Beach bomb, Waikiki beach bomb. Forget about everything you heard before. The beach bomb is really getting out on the floor. This your party, all the people shout. Guess who pitched that awful crowd? The room starts spinning around and round. Feet start dancing to the surfing sound. Aloha shirts and a big, big smile. That's the way we like it, that's our style. But join us now and I don't be square. 'Cause if you don't like it, well, we just don't care. Beach bomb, Waikiki beach bomb. Forget about everything you heard before. The beach bomb was really getting out on the floor. In the seven seas, some people think we got some kind of strange disease. But listen, people, in a way, all right. The five sick bombers make you dance tonight. We never stop before the break of dawn, before the last one is on his way back home. So shut out the lights and hop into the car. Another town is waiting and it's not too far. Beach bomb, Waikiki beach bomb. Forget about everything you heard before. The beach bomb is really getting out on the floor. Beach bomb, Waikiki beach bomb. Forget about everything you heard before. The beach bomb was really getting out on the floor. Beach bomb was really getting out on the floor. Beach, 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 beach bomb. Beach bomb, beach, 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 beach bomb. Beach bomb, beach bomb was really getting out on the floor. 6 o'clock, the sun comes up. I just got out my bed and I'm ready to rock. My head's still spinning round and round. My feet start dancing to the surfing sound. The sun beats down and the sand is hot. Everybody's looking for a real cool spot. Big waves are rolling on the shore. And everybody's yelling, give me more, 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 more. Beach bomb, Waikiki beach bomb. Forget about everything you heard before. The beach bomb is really getting down on the floor. Beach bomb, Waikiki.